Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Bloodstained Ritual of the Night. Ja, in der letzten Folge haben wir... Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, wie ich das beschreiben soll. Oh ja, oh ja. Wir machen wesentlich mehr Damage. Ja, zum Ende haben wir uns noch so ein bisschen ausgerüstet, was ich ziemlich gut fand. Und heute wollen wir den Bossgegner in Livre Ex Machina dran kriegen. Aber dafür müssen wir, naja, will ich mich erstmal noch ein bisschen umschauen. Ne, wisst ihr ja, wie das so ist. Ja, da komme ich überhaupt nicht irgendwie voran. Da bringt es uns auch nichts. Tja, na du? Hallo? Hey, wo willst du hin? Bleib doch hier. Blöde Ziege. Na gut, dann halt nicht. Oh, das finde ich nicht gut. Wie soll ich denn jetzt hier wieder zurückkommen? Okay, das wusste ich nicht. Naja, gut, vielleicht gibt es heute doch schon den ersten... gibt's doch schon den Bossgegner. Und ein Level-Up. Level-Up nehme ich auch sehr gerne. Ja, eigentlich wollte ich... Wie kommt man denn da jetzt... Um da wieder zurückzukommen, müsste ich mich jetzt wirklich dahin porten und dann hier einmal komplett den Weg außenrum gehen, oder? Mache ich das jetzt? Bin ich so blöd? Ja, bin ich. Das ist das Problem. Ich bin so blöd. Das tut mir fast schon ein bisschen leid, Leute. Aber nur fast. Weil ich derjenige bin, der das machen will. Ich habe ein Problem. Und ihr müsst es ausbaden. Das tut mir wirklich leid. So, okay. Beeilen wir uns allerdings ein bisschen. Ich werde nicht unbedingt alles abschnetzeln, was es so gibt. Nur 95%. Oh, okay. Das ist, das wusste ich nicht. Dann probieren wir das doch glatt nochmal. Na, so, okay. Das machen wir jetzt auch schon mit einem Schlag. 39, das ist halt super. Okay, wir können auf diesen Dingern landen. Das wusste ich nicht. Haha. Sehr nice. Und noch eine Schatzkiste für uns. Feenheilgegenstand. Mhm. Ah, guck mal, es hat sich schon gelohnt. Wir haben schon mal mehr Lebenspunkte. Nutzen wir wieder das hier. Hoppala. Hey. So, Pech gehabt. Da gibt's nix. So. Dann hier einmal durch. Moin. Oh, unten das Laken. Au. Okay, ich sollte vielleicht nicht, aber ich will das Laken killen. Weil... Laken. Da verschwindet es wieder. Auf die Schnauze, du Laken. So, das will ich auch tot sehen. Naja, gut, es hat uns nichts gebracht. Ich habe wirklich gehofft, dass wir damit vielleicht einfach... mal das den Lakensplitter bekommen. Das würde mir nämlich sehr gut gefallen. Aber ich weiß nicht, ob... Es ist mir gerade nicht gegönnt. Wie man sehen kann. Na gut. Fee. Oh, das wollte ich nicht. Okay. Kann er ja auch. Ich kann auch sehr nervig sein. Okay. Dann sind wir jetzt wieder beim Turm der zwei Drachen. Dann können wir hier unten den Werwolf nochmal umklatschen. Denn wenn der Werwolf down ist, haben wir die Quest auch erledigt. Au! So, flap, 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 weg mit dir.
Okay. Da haben wir noch einen von denen. Bam, 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 bam. Also bei dem Spiel hier ist es echt nützlich, sich seine Gegner abzuzählen, wie oft man zuschlagen muss. Dann weiß man genau, okay, wie schnell komme ich an welchem Gegner vorbei, wenn ich den wie oft schlage. Ergibt schon erschreckend viel Sinn, das Ganze. So, hier einmal bitte. Dankeschön. Da kam ich nicht hoch, ne? Ja, genau. Da war ich Doppelsprung. Da war uns das Ganze nicht gegönnt. Hier waren unsere Freunde Alfred und Gabel. Ich hab seinen Namen vergessen. Es tut mir leid. Okay. Dann speichern wir jetzt mal zwischen. Ging doch verhältnismäßig schnell. Oder niemand von euch hätte gedacht, dass wir doch so schnell da langkommen. Okay, dann jetzt noch einmal hier nach unten. Kriegen wir alles hin. Ah ja, hier ist wieder so ein Vieh. Okay, schon down. So, weg mit dir. Ach, jetzt müssen wir wieder hier hoch. So. Auf die Schnauze. So. Flop. Du kriegst auf die Fresse. Auf die Fresse gibt's. Okay, sorry. Zu langsam das Schwert. Nehmen wir lieber das Gute. Oh. Die Schatzkiste war wieder zu. Ein Smaragd. Nice. So, nehmen wir gleich das da. Na? Ja, von mir aus dann halt das. So. Okay. Affe! Stimmt ja. So, dann einmal hier nach oben. Und dann haben wir es auch schon fast geschafft. So, noch einmal nach oben. Flapp, flapp, flapp. Also, es macht sich schon bemerkbar, wenn ich bedenke, wie wir in der letzten Folge hier durchgelaufen sind, wie wir jetzt hier durchlaufen. Also, das Ausrüsten, das war schon gut. So. Was hat uns das jetzt gebracht? Ah, okay. Wir haben jetzt eine Abkürzung. Okay, also ein bisschen verwirrend. Dadurch, dass man anscheinend da im unteren Bereich ein bisschen drin bleibt. Ist das ziemlich strange, wenn man mich fragt, aber gut. Haha. So, Necronomicon. Gut, der auch weg. Ja, Mensch, das hat sich ja gelohnt. Wir haben die Abkürzung jetzt freigeschalten. Das ist schon mal nicht schlecht, aber halt auch nicht so gut. Hätte mir was Sinnvolleres vorstellen können. Aber hey, gemacht ist gemacht. Und das ist die Hauptsache. Wir sind wieder da. Das heißt, wir speichern einmal und dann kriegen wir wahrscheinlich kräftig auf die Fresse. Mal gucken, wer uns jetzt hier so gegenübersteht. Moin! Au! So. Au, 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 au. Nein. Auf die Schnauze. Nein. Ich fange mir kein Bitch-Slap von dir ein. Nein. Ich habe Nein gesagt.
Au, au, vielleicht fange ich mir doch einen ein. Au. Aua. Mann. Hissblag. Falsche Richtung ausgewichen. So. Nein. Das machst du nicht. Das war's schon? Oh. Flügelstutzer Augenschaft. Doppelsprung. Leute, wir haben den Doppelsprung. Und er sieht cool aus. Federkrone. Leute, wir haben den Doppelsprung. Nice. Also ich war gerade echt kurz davor, einen Heiltrank zu nehmen. Aber so umso besser. Oh, der Doppelsprung. Ich bin sehr zufriedengestellt. Und ich glaube, es war gut, dass wir uns bei dem Typen für die Angriffsverschnellerung entschieden haben. Okay, hier kommt man trotzdem nicht durch. Ah, okay. Bin ein bisschen verwirrt. Ja, ja, ist in Ordnung. Von dir kriege ich auch so ein Ding nicht. Okay, also jetzt kommen wir hier auf jeden Fall schon mal durch. Kann natürlich sein, dass wir jetzt ganz einfach... Warte mal, ich mach mal so. Ich glaube, das ist ein bisschen gecheatet. Okay, hat geklappt. Okay, ich habe keine Ahnung. Hat zwar trotzdem geklappt, aber... Okay. So. Hier einmal bitte. Hallo? So, nochmal. Ja, super krass, dass das so toll klappt, aber... Oh, nice. Neuer Verbündeter. Rein theoretisch. Ein fliegendes Buch. Vertrauter Dantalion. Beschwöre Dantalion. Ach, ich bin mit unserem Schwertchen eigentlich sehr zufrieden. Ich weiß nicht, ob ich Dantalion brauche. Ja, das da oben. Ist halt die gute Frage. So, ich bin dafür. Wir gehen jetzt erstmal nach hier unten. Gehen dann zurück. Genau, und dann müssen wir hier nach oben, nach rechts. Oh, jetzt haben wir Doppelsprung. Jetzt können wir so viel mehr erreichen. Also wirklich. Ich könnte jetzt rein theoretisch, wenn ich darauf Bock hätte, ziemlich viele von den alten Gefilden nochmal abklappern. Einfach nur, um da noch an ein paar Items zu kommen. Daran kommen wir jetzt. Oh, Doppelsprung ist das Feines. Wenn wir jetzt noch schwimmen können, dann ist alles gut. Okay. Okay. Nein. So, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Okay, okay, okay. Will was probieren? Nein, das bringt gar nichts. Okay, scheiße gelaufen, aber hey. Ist in Ordnung. So. Okay, weg da. Aua. Ah, was war das denn gerade? Na, Kröti? Kriegen wir den denn nicht? Hä? Ich kriege ihn nicht. Jetzt auf einmal.
Ach, was weiß ich. Da unten ist Wolfie. Okay. Wolfie ist down. Hier könnte ich vielleicht nach einem Geheimding gucken, aber gibt's nichts. Sag mal, lässt das Gift auch mal nach, oder? Ja, jetzt. Wow, okay. Okay. Das ist ganz schön gefährlich mit diesen Viechern. Okay, das ist auch so ein Froschvieh. Okay, okay. Kommen wir hier durch? Nee, kommen wir nicht. Da unten ist auch nur so ein Ding. Ich hätte das zwar schon gerne. Nein, nicht vergiftet. Zieht das noch mehr ab? Ich dachte, das Gift ist vielleicht ausgegangen, weil wir in einem bestimmten Bereich getroffen haben, aber nein. Gegen Gift. Und ja, ist auch ein davon. Das ist mir zu gefährlich sonst. Aua, Mann! Diese scheiß Viecher. Mann, ey. Okay, jetzt noch ein Wolfi. Okay, Wolfi, kein Problem. Ich benutze das Ding. Frösche sind zwar schnell, aber damit erwische ich sie wenigstens. Okay, was kriegt man hier? Giftwiderstand. Okay. Er ist down. Gegen Gift, sehr schön. Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich weiß gar nicht, ob wir auf diesen Turm überhaupt drauf müssen, ne? Zum jetzigen Zeitpunkt. Wahrscheinlich eher nicht. Oder vielleicht doch? Ich weiß es halt nicht. Das kann alles sein. So. Süßigkeiten. Okay. Hallo? Gib mir das. Und immer noch muss ich sagen, ich bin ziemlich verwirrt von der Kartenführung hier auf dem Turm. Alter, au. Das war ja unnütz. Ich guck mal hier nach unten. Hm? Ach so. Hier waren wir schon. Ja gut. Wenn das so ist, ist das natürlich unpraktisch. Na gut, dann gehe ich mal noch eine Stunde im Kreis. Scheiße! Schon wieder! Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt rankommen sollen. Komm her! Okay. Nächste. Hey, Splitter von den Wespen. Gefällt mir auch. Insekten beschwören. Bin ein bisschen unschlüssig. Ein bisschen sehr unschlüssig. Da unten würde ich halt auch gerne ran, aber nein. Soll doch nicht sein. Irgendwann holen wir uns das alles. Da könnt ihr euch sicher sein. Nein! Ach, verdammte Scheiße! Okay, schön, dass wir jetzt hier endlich sind. Ich wollte aber die Kiste. Es hat so gut geklappt. Bis jetzt.
verdammt. Na komm. Den letzten Sprung verkackt, ne? War doch klar, dass mir sowas passieren muss. So, da ist Wolfi. Zu dir kommen wir auch noch, Kumpel. Zu dir kommen wir auch noch. Bloß keine falsche Hoffnung. So, das ist der einfache Sprung. Das ist der komplizierteste, weil der so ein gutes Stück nach oben geht. So. Karnots Tadel. So, und wir haben hier genau unter uns diesen Wolf. Das heißt, wenn wir uns hier nach unten fallen lassen, wenn wir hier nach drüben gehen, landen wir bei Wolfi. Und schlussendlich auch bei dem Lebensab. Ja, wollte ich auch gerade sagen. So, gefällt mir. 24 Lebenspunkte mehr. Oh, das nehme ich. Hä? Gib mir das. Okay. Das hat auch gut geklappt. Wow, das hat nicht so gut geklappt. Ich bleib mal hier oben. Reden wir da nicht weiter drüber. Ist das in Ordnung für euch, wenn wir da einfach nicht weiter drüber reden? Wow, hohes Türmchen. Aber ist ja nicht umsonst der Turm der Zwillingsdrachen. Boah, ich bin wirklich so zufrieden mit dem Doppelsprung, ne? Ich freue mich richtig, dass wir den haben. So. Oh, was war das denn? Voll zerfetzt, das Ding. So, hier mal drunter. Genau, also zwei Fähigkeiten brauche ich unbedingt noch. Das irgendwie... Hä, was war das denn? Hab ich jetzt... Ah, ich habe irgendwas abgerüstet. Geil. Ja, einmal das Schwimmen und dann das durch enge Durchgänge kommen, auch wenn sie nicht auf dem Boden sind. Das sind die beiden essentiellen Sachen, die wir noch brauchen. Okay, naja, egal. So, okay. Smaragd. Na. Nein! Oh. Gut. Haha! Ich wette, ich werde nicht alles in diesem Spiel finden. Muss ich einfach gestehen. Ich glaube da nicht dran. Hoppala! Das war einer von den fünf Schildwächtern, die wir brauchen für die eine Quest. Okay, sehr schön. Dann haben wir hier schon mal die Spitze des Turms freigeschaltet. Und hier den Schildwächter gleich noch das zweite Mal. Umso besser. So. Asiatische Bilder zerstören. Spezialmunition? Mhm. Ein Fahrstuhl. Ich habe es geschafft. Obwohl die Kreatur, die ich beschworen habe, klein ist, war es definitiv ein Dämon. Ich dachte, meine Versuche, ein Kristall als Medium zu benutzen, wären nur aus Verzweiflung gewesen. Doch welch eine Macht sie besitzen. Leider hat mein kleiner Dämon fast die gesamte Gilde ausgelöscht, bevor ich ihn erledigen konnte. Der Gedanke daran, dass ich eine ganze Armee beschwören könnte, lässt mir einen kalten Schauer über den Rücken laufen. Der Dämon, den wir vernichtet haben, hat einen roten Kristall zurückgelassen. Ich nenne ihn eine Scherbe, um ihn von dem weißen Kristall zu unterscheiden. Beide sind seltsam und üben eine gewisse Faszination aus. Der Kristall übt eine magnetische Wirkung auf die Scherbe aus und könnte so eventuell dämonische Mächte binden. Aber wie kann ich nur mehr davon herstellen? Eine sehr gute Frage, die du dir wahrscheinlich selbst beantwortet hast im Laufe der Zeit. So, weg damit. Okay. Einfach nur eine kleine Kiste. Nicht mal mit dem Geheimnis. Gut.
Ist akzeptiert. Wir gehen hier runter. Unsichtbare Klinge. Aha. Heiltrank. Den brauche ich auch. Durch das Uhrwerk durch. Okay, das finde ich schon sehr cool. Au, 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 oh Gott. Autsch. Okay. Nicht zu unterschätzen hier. Oh Gott, was war das denn? Also manchmal sind die Levelgrenzen nicht so schön gemacht. Also die Raumgrenzen, ne? Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts Wichtiges übersehen da oben. Ja. Erstmal hier nachlesen. Helmsplitter. Ich guck mal inzwischen ins Equipment. Unsichtbare Klinge, 27. Schade. Karnots Tadel, 39? Oh mein Gott. Tastenkürzel, das bearbeiten. Karnots Tadel. Uiuiui, ein Großschwert, dessen eigene Dampfmaschine jedem Schwung sehr viel Kraft verpasst. Nice, das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr, sehr gut. Okay. Ha. Jetzt sind wir wieder oben gelandet. Okay. Ich verstehe. Einmal hier. Und hier werden wir wahrscheinlich genau das... Gut, gut. Ganz unten. Ah. Ich verstehe. Aber hier kommen wir ja noch nicht weiter, ne? Wenn es hier überhaupt irgendwie weitergeht. So, dann gehen wir mal wieder ganz nach oben. Ne, nicht ganz nach oben. Nur zwei Etagen. Genau hier hin. Damit hat sich dann auch die Frage erledigt. Ob wir oben was vergessen haben. Oh! Teps Okeus. Nutzen wir den hier. 51 mit einem Schlag. Das macht sich schon bemerkbar. Und ein Speicherraum. Der macht sich auch bemerkbar. Dann gucke ich parallel gleich mal. 28 Minuten haben wir. Ich hoffe, ich mache keinen Fehler, indem ich denke, im Speicherraum könnte nichts sein. Was Secrets und sowas angeht. Donnervogelfeder. Hallo, Schildmann. So. Von mir aus. Von mir aus, wie gesagt. Ich glaube, er ist beeindruckt. So, weg damit. Bossgegner. Okay. Ist akzeptiert. Dann gibt es jetzt ein kleines Bossgegnerli. La 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 la. Hallo. Oh Gott, bist du hässlich. Ich verstehe, warum Zwillingsdrache. Ich verstehe es. Okay. Aua, er hat uns erwischt. Ja.
Hä? Wo sind wir jetzt gelandet? Wir sind hinter ihm gelandet. Warum verbacke ich denn die Bossgegner immer? Hoppala. Warum verbacke ich denn die Bossgegner immer? Hoppala. Gut, man muss euch ja auch mal zeigen, wie das einfach geht, ne? Wie viel hält der denn aus? Wir machen den so viel Damage. Ist der vielleicht stärker? Tja. Ah, guck mal. Schlangenbeschwörer. Höllenatem. Oh Mann, ey. Tja. Reden wir nicht darüber, ja? Reden wir einfach nicht darüber, was ich mit der Hand und mit dem Drachen gemacht habe. Vielleicht sollte ich den Entwicklern von Bloodstained dieses Let's Play hier zur Verfügung stellen und sollte denen dann zeigen, was aber... Guckt euch das mal an, dass sowas vielleicht nicht passiert, dass die Hand vielleicht sich nicht unten in den Boden reinbackt, dass sich vielleicht nicht unbedingt, dass man nicht unter die Drachen plötzlich fällt. Finde ich schon hart lustig. Tut mir leid, aber finde ich schon sehr hart lustig. Guck mal, zwei Bossgegner heute in der Folge und beide mit Bravour besiegt. Gut, mit Backwur. Ja, gut, ich geb's ja zu. Trotzdem sehr cool. Ich feier das. Falls ihr euch fragt, warum ich hier nicht die Abkürzung nehme, indem ich da einfach runterhüpfe, ich habe die Hoffnung, dass man nur, indem man hier wirklich den Weg wirklich läuft, die ganzen Sachen aufdeckt, die ganze Map. Und deswegen mache ich das. Nicht, dass ihr euch wundert. Genau, und außerdem hätte es uns sein können, dass wir den hier verpassen. Silberbromid. Ah, guck mal. Das Silberbromid. Jetzt haben wir auch das, was wir für die Fotos brauchen. Und hier geht's nicht weiter? Nö, hier geht's nicht weiter. Gut. Dann hat sich das erledigt. Ich feiere das echt. Und ich fand die sehr cool. Ich fand die wirklich sehr cool. Das war ein sehr cooler Bossgegner. Gut, dann haben wir das. Dann schwubbeln wir uns jetzt nochmal nach links. Okay, er kommt von alleine. Vielen Dank, Mr. Fahrstuhl. Genau, dann würde ich jetzt noch die eine Schatzkiste da... Aua. Die eine Schatzkiste da oben holen, für die man ja den Doppelsprung brauchte. Da. Okay, ging auch so. So. Ist in Ordnung. Genau, zu dir wollten wir, beziehungsweise an dir vorbei. Na komm. Na komm. Geht doch. Ein schönes Level-Up für uns. Hey, besser. Denn hier gerade? Ah! Sehr schön. Das nehme ich gerne. Eigentlich wollte ich die Schatzkiste, aber so gefällt mir das noch besser. Ja, du machst das schon. Okay, das hätten wir. Au.
Das hat nicht so gut geklappt. Ich will diese Schatzkiste noch. Ich weiß nicht genau, wie ich daran komme, aber ich will sie noch haben. Das ist quasi hier direkt auf der anderen Seite. Komm, ich mach dich nochmal tot. Okay, dann halt nicht. Okay. Okay, okay. So, dann stelle ich mir mal kurz hier drauf. Stelle mich da drauf, stelle mich da drauf. Und dann sind wir bei der Schatzkiste. Ne, das ist eine andere. Fliegende Klinge. Cool, auch wenn es eine andere ist. Wie kommt man dann jetzt an die? Das überfordert mich. Das mache ich nicht jetzt. Die Folge ist schon viel zu lang. Und außerdem muss ich aufs Klo. So. Aber die fliegende Klinge gucke ich trotzdem noch an. Fliegende Klinge. Was? Eine Klinge, der durch Magie die Fähigkeit zum Fliegen verliehen wurde. Okay, ein Fernkampfschwert. Das hat auch was, aber ist nichts für mich. Ich gehe wieder auf den. Auf den Zweihänder erstmal. Oh, jetzt gibt's endlich, haha, den Feensplitter. Karabosse. Beschwört Karabosse. So, Freunde, das wär's für heute gewesen. Ich bin sehr zufrieden, wie das heute gelaufen ist. Und dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Wir bringen in der nächsten Folge auf jeden Fall das Silberbromid weg. Und dann gucken wir mal, an welcher Stelle es weitergeht. Bis dahin, tschüss.